Hallo zusammen zu einem lang ersehnten Video. Ich mache nämlich heute mal kein Application-Video, sondern ich mache Hüllen-Case-Review. Und ich habe hier halt zwei verschiedene Hüllen. Hier ist dann einmal die Vivanco-Tasche für den iPod Touch. Und die Belkin F8Z 400 Silikonhülle für Apple iPod Touch zweite Generation Schwarz-Rot-Weiß Dreierpack. Unter den Namen ist das bei Amazon zu finden. Keine Angst, ihr müsst euch den Namen nicht merken. Ich schreibe die Links dahin, glaube ich, in die Beschreibung. Und dann fangen wir, glaube ich, mal mit der Vivanco an. Und das ist halt eine schlichte schwarze Lederhülle. Ich weiß nicht genau, ob das echtes Leder hier ist. Es ist auf jeden Fall weich. Wenn man das hier dann aufklappt, hier sind Magneten drin. Und die pappen dann halt hier dran. Das heißt, die schließt sehr gut. Da hört man's. Und hier drinnen ist es härter. Und da wird dann auch der iPod reingeschoben. Das tue ich am besten auch gleich mal, um euch das zu zeigen. So, und dann wird der iPod also hier reingeschoben. Hier ist er dann sicher verpackt drin. Man kann hier oben die Taste noch sehr gut erreichen. Das ist kein Problem. Hier unten die Taste, wenn man das richtig hier reinschiebt, ist er auch immer noch zu erreichen. Und hier oben für den Lichtsensor ist halt auch gesorgt. Die Hülle, also der iPod ist hier ziemlich gut drin verpackt, finde ich. Leider ist das hier unten halt auf. Aber man kann hier halt auch noch ein Kabel reinstecken, Kopfhörer und so weiter. Das ist nicht das Problem. Das Problem an dieser Case sind diese Ränder, diese schwarzen Ränder. Man hat hier den iPod echt so, ja, was soll ich sagen? Halber, sagen wir 3 mm. Ich kann das nicht gut abschätzen, aber es ist halt doch ziemlich hoch hier. Und wenn man dann hier zum Beispiel den iPod aufmacht, man berührt immer die Kanten. Also es geht gar nicht, ohne diese Kanten zu berühren. Und das ist halt beim Spielen richtig, richtig bescheiden, sag ich mal. Weil man kann einfach nicht richtig spielen. Ich kann ja hier mal ein Spiel starten. Das hier würde noch gehen, hier unten einfach den Button drücken, das geht noch. Aber es ist längst nicht so komfortabel wie ohne oder mit einer anderen. Diese Case, denke ich, ist eher für den Transport gedacht, denn wenn man hier halt den Deckel drauf macht, ist der iPod wirklich gut verpackt, kann im Schulranzen mitgenommen werden oder in Reisetaschen und so weiter. Ich denke, dafür ist die wirklich gut, weil hier, man sieht schon, da kommt nichts dran, da kann auch ein Buch drauf liegen und so weiter. Da passiert nichts. Aber es ist halt für den normalen Gebrauch zum Spielen und so weiter absolut nicht gut geeignet. Was noch gut ist, da das hier auch richtig schön rutschig ist, geht die halt richtig gut in die Hosentasche rein. Das war die erste, die ich euch zeigen wollte. So, holen wir den iPod da mal wieder raus. Und wir fangen hier mit den nächsten an. Die mit den langen Namen. Die gibt es halt in drei Farben. Hier sieht man schon schwarz, so ein milchiges, durchsichtiges und rot. Und die kosten halt 10,45 € bei der Vivanco, kann ich es euch auch sagen. Ach, die gibt es im Moment gar nicht bei Amazon. Derzeit nicht verfügbar. Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt. Das heißt, bei Amazon kriegt ihr diese Vivanco gar nicht. Ich verlinke euch die Seite aber trotzdem mal. Oder schreibt den Namen rein, dann könnt ihr ja irgendwo anders nochmal gucken. Naja, egal, dann zeige ich euch mal, was diese hier können. Hier sieht man schon Silikon, sehr wabbelig, nicht besonders hart. Und die passen sich halt sehr gut der Form des iPods an. Ich kann mal zeigen, wie das hier reingeht. Ziemlich einfach oben reinschieben. Zack, zack. Schon ist der iPod in dieser Case drin. Man kann noch alles wunderbar erreichen, aufschieben und so weiter. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die behindert auch nicht sonderlich doll beim Spielen und so weiter. Das heißt, die ist so für den Umgang, also mit den, sag ich mal, privaten Umgang, wenn man den nicht gerade irgendwo hinstopfen will, wo es gefährlich wird, sind diese Case wirklich gut.
Hier sieht man auch diese eingelassenen Lautstärketasten, oder man sieht es gerade nicht, aber man kann hier halt auch ohne Problem weiter lauter und leiser stellen. Die fehlen bei der Vivanco halt, aber da kann man das auch noch erreichen. Hier sieht man unten, die Anschlüsse sind beide frei. Hier hinten ist noch ein Belkin-Zeichen drauf. Und so ist der iPod halt gut drin verpackt. Da kommen auch keine Macken rein und so weiter. Was das Problem bei Silikon prinzipiell ist, die sind halt richtige Staubfänger. Man kann das hier, glaube ich, am besten sehen, oder man sieht es gerade nicht so doll, aber hier, da kann man es, glaube ich, schon sehen, das hier ist alles Staub. Und ich habe sie nur so 2 Tage ein bisschen rumliegen lassen. Und da ist halt auch das große Problem, weil der iPod hängt hier halt wirklich stark hinten dran. Und dadurch, wenn da irgendwelche Staubflusen oder so sind, das zerkratzt halt direkt sofort. Und das finde ich halt nicht so gut. Und auch hier, wie gesagt, das kann sehr schnell auch mal abgehen, wenn man so beim Spielen so dagegen kommt und so weiter. Ist es zwar nicht direkt ab, aber es kommt Schmutz rein und so weiter. Und das finde ich halt nicht so toll. Was man hier für 10,45 € kriegt, finde ich, ist aber ziemlich gut. Weil hier direkt 3 Hüllen kriegt man hier mit. Ich kann ja auch nochmal zeigen, wie der iPod hier drin aussieht. Hier finde ich, sieht er ein bisschen aus wie das iPhone von hinten. Aber halt nur so ein bisschen, wenn man das hier weglässt und halt auch weglässt, dass hier iPod steht. Aber sonst finde ich die hier auch sehr, sehr hübsch. Die ist noch so am unauffälligsten. Die rote und die durchsichtige, die finde ich auch richtig schön. Die schwarze überzeugt mich gar nicht, weil ich finde, der iPod sieht da drin. Die habe ich auch noch nicht oft drauf gehabt, deswegen sitzt sie noch etwas anders. Finde ich halt, die sieht einfach nicht so schön aus, ist ein totaler Staubfänger und so weiter. Und der iPod wirkt dadurch auch einfach ein bisschen klumpiger. Was noch ein großer Kritikpunkt ist, dass diese Silikon-Hüllen im Gegensatz hier zur Vivanco, die halt richtig schön rutschig ist, die bleiben in der Hose auf jeden Fall hängen. Das heißt, wenn man die mal in die Hosentasche tun will, bleiben die eigentlich immer hängen. Man kann das zwar mit ein bisschen rausfriemeln und ein bisschen Übung kriegt man das zwar hin, aber ich finde das schon ziemlich nervig und deswegen benutze ich sie auch nicht mehr. Ich habe die früher halt immer dran gehabt, in ein paar Videos sieht man es halt auch. Aber im Moment benutze ich den iPod halt so, wie er ist. Ja, das waren die Hüllen, die ich mir gekauft habe. Hier einmal die Vivanco. Ja, Vivanco. Und die ist halt eher für Reisen gedacht, wie ich schon mal gesagt habe. Und die hier halt für den privaten Gebrauch auf jeden Fall gut. Wer sein iPod schützen will, der greift hier zu. Wer öfter mal auf Reisen ist und den iPod in der Schule im Ranzen transportieren will, für den ist die Vivanco-Tasche die richtige Wahl. Viel Spaß!